Kartoffeln mit Rädern. Mir fällt gerade ein, ich müsste eigentlich auch mal eher Cobblestone gehen. Kingston, glaube ich, habe ich irgendwie 10 Schalker-Kisten voll. Ja, genau deswegen. Ja, bei mir ist einfach die primäre Tool immer Silk Touch. Das ist eher dann verwundert, ja, wenn ich es aus Versehen mal nicht anhabe und dann zerstöre ich einen Glowstone von dir zum Beispiel. So, ich hab's geschafft, die Pizza ist im Ofen. Hallo, yay! GG, Glückwunsch! Ja, weil er es geschafft hat, die Pizza in den Ofen zu stellen. Ich hör nicht. You got the armor. Ja, nee, du. Ich hab keinen Flamebogen dabei. Ich hab auch. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Ich hab keinen Flamebogen. Hä, ja, du hast doch immer einen dabei. Ach so. Müssen wir auch. Ja. Ja, es hat das getan, was ich wollte. Silberfische rausgekommen. Ja, das kann bei Bergen in der Berglandschaft vorkommen. Stimmt. Dass die das spawnen. Gestorben. Haben die einen Helm? Hä? Ne, die gehen instant, glaube ich, oder wenn sie nichts finden zum Angreifen, gehen sie doch wieder in einen neuen Block rein. Ja, das kann auch sein. Jetzt ist die Frage, wollen wir dann hier den Fluss? Müssen wir den dann auch alles erhöhen? Das hier rüber, ja. Holy shit, also ich würde schon sagen. Eine fette Schlucht runter. Theoretisch schon, gell? Also mindestens bis hier nach hinten. Und wenn, dann können wir das Stück ja auch noch mitmachen. Das heißt, wir brauchen wieder Eis. Oder wollen wir jetzt erst Erde machen? Die Frage ist, wollen wir Erde machen? Wenn wir eigentlich... Erde erst. Ja. Ich weiß nicht, ich finde, wenn man dann das mit dem Gras macht, so wie bei Toe, also mit dem ganzen vielen Gras, dann finde ich, fällt es jetzt gar nicht so schlimm auf. Ich weiß auch nicht. Oh. Wir können ja ein bisschen Gras ansetzen. Nicht überall, aber halt so Flecken. Das können wir machen. Holy shit. Mal eben so nebenbei kurz einen ganzen Berg weggerissen. Regnet. Ernsthaft? Jetzt. Hast du ein Bett da? In der Kiste. In der Chest. Kannst du schlafen? Du hast keins dabei? Ich hab kein Bett. Ah, danke. Was? Todes online? Oh. Ja, Todes online. Hat weiter gebaut. Mhm, gestern war auch schon online. Jetzt müssen wir noch gucken, wie lange das dauert.
Ja, eine Minute 10, eine Minute 20. Ja, jetzt läuft zu lange. Ich habe mir eine Stoppuhr gestellt. Wer sind wir schon? Minute 30. Oh, okay. Ja, ich denke mal so 2,5 Minuten, 3 Minuten. Ja, geht ja nicht noch. Ja, es ist okay, fertig. Was hast du gegeben? Oh Gott. Zack, geleckt, ja, ich hab's gemerkt. Ja. So, alle Pistons aus, what? Sind alle extended gewesen bei mir. Letzten zwei Wochen hintereinander. Nice. Das ist nice. Ja, jetzt finished. Ja, 2:42. Sehr cool. Ist gut gewesen. Cool. Also nicht 3 Minuten. Eine normale Netherite Axt. Ja, 2000. Was er da hat. Also das ist ganz normal. Ja, ja, oh ja, er hat keine. Er hat noch kein Netherite-Dingsens. Ich weiß, habe ich gesehen. Ja. Der hat 500 mehr Durability. Are you ready? Im Prinzip ist es egal, oder? Mir egal. Ihr könnt gucken, wer die viel Backup gebracht hat. Können wir theoretisch machen, dann nehme ich die, nehme ich Fortune hier. Okay. Ich bin überlegen, ob ich mit Shader spielen soll oder ohne. Warum, für mehr Performance. Ich hab mich ja nicht reingeworfen, das geht überhaupt nicht. Ja, wir müssen hier richtig eingreifen. Du gehst rechts, ich links. Oder wie? Ich hab keine Ahnung. Ich will es jetzt nämlich noch von unten. Ja, schaut gut aus. Auch wenn die Decke drüber ist. Ja. Es ist genug beleuchtet hier überall, oder? Hier in der Mitte? Ja, ja. Ja. Das habe ich geschaut. Nice. Passt alles. Okay. Are you ready? Nein, eins, los. Keine Ahnung. Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein! Holy shit! Knapp! Knapp ist beide Runde gefallen. Knapp das Ding. So, Steine. Ja. Und wer hat mehr? Warte. Oben liegt noch ein bisschen Cobblestone. Guck mal. Genau gleich, oder? Nee. Nee, du hast mehr. Aber oben liegt hier noch zum Beispiel ja, ein Cobblestone. Du warst ja auch die ganze Zeit am Wegrennen. Ja, stimmt da. Im Prinzip macht es eigentlich auch keinen Sinn, wer mehr abgebaut oder weniger, weil ja. Grundsätzlich geht es ja darum. Ist schon so, ja. Ja, ich hab ein Stack mehr abgepumpt. Ah, ganz geblüht. Richtig dumm. Jetzt wird's halt auch schneller gehen, also. Du brauchst ja nie alles ab, so. Nee, so weit glaube ich kommen wir nicht. Da ist nur ein Block gewischt, stehst du hier und der andere da drüben. Ja, spring zuerst.
Ah, er ist ja schon fertig. Die Glocke geht dann über aufs. Da war gerade ein L. Mhm. Ist immer noch ein L. Immer. Bim. Ding. Bim. Ich brauch's noch. Oh, warte. Was braucht's noch? Diesen Countdown. Wenn du halt reinläufst oder so. Ding, ding, ding. Dass man mal starten kann. Das wäre, glaube ich, schon ganz witzig. Are you ready for the next round? Bist du bereit? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Nein! Easy win. Aber reingelatscht. warte. Ach, jetzt habe ich schon Blöcke aufgesammelt gehabt. Ich habe ein Gefühl, zwei, drei Blöcke habe ich abgebaut. Ich habe einen Cleanstone von dir hier oben aufgesammelt. Ja. Wir brauchen irgendwie eine. Warte. Es braucht irgendwie ein Lager, wo man das nicht so reinpacken kann. So, man kann ja unten einfach noch beim Ausgang. Könntest du, ja, oder theoretisch hier einfach eine Kiste, komm mal hier runter, hier einfach eine Kiste davor herstellen, wo dann einfach drunter quasi ein Incinerator ist. Das einfach dann quasi dispensed wird in Lava. Also, ich würde eine Trap Chest hinbauen. Nicht, dass man aus Versehen sein Werkzeug hinbaut. Okay. Spleef Arena. Eine Spleef Arena. Landen. Hast du Spitzhacke mit Efficiency 5? Yes, warum? Es geht quasi darum, in dem Arena, den Cleanstone Shader ist instant mine. Es geht jetzt quasi darum, dass du den Blöcke unter mir wegbaust, dass ich obi fall. Wer als erstes obi fällt, der hat verloren. Verdammt, das war jetzt arschknapp, ey. Na! Tschüss! Okay, das ist cool. Die Steine, die wusste im Prinzip nicht brauchst, oder aus Versehen eingesammelt hast, kannst du einfach in die Kisten an der Seite schmeißen, dann werden die verbrennt. Und dann kommen wir auf für die und dann eigentlich geht man quasi da durch die Türen rein. Wenn es quasi an der Seite sind Treppen, da kommen wir auf für die. Also ich muss die nicht einsammeln und dann einschmeißen? Nein, du kannst es einfach flacker lassen. Du kannst es einfach flacker lassen, okay. Scheißegal. Es ist quasi, falls du aus Versehen wer eingesammelt hast und du merkst es nicht haben, ist das quasi ein kostenloser Mülleimer. Ja, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt wird quasi der Boden wieder erneuert. Achso, das geht automatisch. Da haben wir einen Cleanstone-Generator eingebaut in alle vier Ecken. Und jetzt wird quasi von allen vier Ecken wieder Cleanstone nachgeschoben. Es dauert zwar ungefähr jetzt wahrscheinlich 30 Sekunden bis zu einer Minute, bis das wieder alles voll ist. Und cool. Dann können wir wieder reinspielen. Ja, das ist ganz witzig. Eigentlich ganz cool, ja. Macht auf jeden Fall Fun. Boah. Wie gesagt, normalerweise gehst hinten an der Seite, quasi da wo der Tower hinten ist. Normal gehst du da oben. Wo bist denn du in der Arena? Da. Jetzt? Oh. Ja, ich flieg schon wieder zurück. Da geht mal rein, oder was? Ah! Wo bist denn? Genau, also nur ist da der Eingang. Was machst du da? Nicht, ich bin mitten in der Erde drin. Wow! Sie gehen links, ich gehe rechts. Und dann sind da zwei Druckplatten, da gehst du auf, dann geht die Tür auf. Und dann geht's los. Du musst drüber gehen, sonst. Genau. Tschüss. Okay, es laggt, das ist ja scheiße. Du hast zwei Strich, du bist bei mir die ganze Zeit über, obwohl es eigentlich schon abgebaut war, drüber geflogen. Deswegen hat deine. Jo, ich würde eigentlich nur mal kurz vertrauen, was dir da so getan hat. Ein Haufen. Hast du mein Glücksspiel schon gesehen? Hä? Ich habe eine Lotterie gebaut. Aha. Und wo? Gleich da drüben. Where are you? Gleich da drüben. Da. Ah, da unten. Klofrau.
Sogar die Brücke habe ich gebaut. Schaut ganz cool aus eigentlich. Da habe ich meine ganzen Bilder-Skills rausgeholt. Holzbrocken. Aha. Du kannst jetzt quasi hergehen und einen Diamant in die Chest rein da. Aha. Ja, dann geht die Lampe und jetzt kann man quasi zweimal den Holzknopf drücken. Und wo springt dann was raus? Da herum. Und je nachdem, was für Ton er klingt, hast du eine Niete, einen guten, einen schlechten, einen super mega geilen Gewinn. Du musst jetzt erst den Knopf drücken. Ah. Das war jetzt eine Niete. Ah. Oh, was war auch eine Niete. Wenn das halt düdüm macht, dann ist es eine Niete. Aber es kann halt zum Beispiel auch, ich sag einmal, der Mega-Jackpot, der darf sich folgendermaßen anhören. Der hört sich... Na, der hört sich echt ganz cool an. Na, warte. Wo hab ich das? Ach, da hinten. So hört er sich auch. Aha, und das ist cool. Oh ja. Da kriegst du dafür auch was gescheit. Also man kann auch eben Schalkerbox mit Diamantblöcken, Widderköpfen, Beacons, ganze Kisten voll... 31 Tote, da hat sich ganz schön was da bei dir. Ja, du hast 29, du Depp, also. Das war jetzt ein Einzelner, das heißt, das war quasi Gewinnstufe 1, quasi wie Klasse 1. Jetzt habe ich eine Schalker Shell hab ich gewonnen. Schenke ich da. Und wieder Niete. Oh. Aber wenn ich da mal den, wenn er den Hauptgewinn zeige, der ist schon nicht so ohne. Quasi der komplette Rüstungssatz und der andere ist eigentlich nur geiler. Da sind quasi drei Beacons drin. Okay. Ich wüsste mit der Hälfte nicht so zum aber. Man kann halt auch Schalkerboxen gewinnen. Ich glaube, ich habe irgendwie 30 Schalkerboxen drin. Voll quasi eine Schalkerbox voll mit Sand, voll mit Glas, voll mit Erden, voll mit Cleanstone, Cobblestone, Pfeile, Rottenflash, alles mögliche. Ender Chests kann man gewinnen. Elytras, Diamantblöcke. Ganze Schalkerbox für Raketen, ganze Schalkerbox für goldene Karotten. Alles mögliche und stuffed. Tür hat auch ganz schön weitergebaut, der hat seine Burg vorangetrieben. Aua, Dome online. Ja, der hat jetzt ganz schön, war jetzt ganz schön aktiv. Was tut denn da? Schlafen.